Ich habe ein Thema und das wird eine Viertelstundenpredigt, glauben wir alle miteinander, Thema ist falsch, ich habe eine Botschaft, die Botschaft wäre, die ich verkündigen würde, wenn ich nur eine verkündigen könnte oder würde, wenn ich nur eine Predigt hätte, die ich predigen dürfte, dann wäre es die. Oder dann wäre es diese Botschaft. Und ich werde schnell sein und nachher werden wir die Kinder vom Kinderdienst holen und auch für die Kinder noch beten und sie segnen für ihr nächstes Schuljahr und Kindergartenjahr. Gott liebt Kinder. Amen. Ein paar waren am Megacamp, auch letzte Woche. Ich habe gute Sachen schon gehört, die sie erlebt haben. Gott ist am Wirken und er ist ein Gott der Generationen und er ist dasselbe gestern, heute, in alle Ewigkeit. Amen. Wenn du eine Bibel mit hast, darfst du sie aufschlagen. Wenn nicht, kannst du gerne da mitlesen. Und zwar in Lukas Kapitel 17, Vers 11 bis 19 lese ich. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch eine Gegend zwischen Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne standen. Und sie hoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Danke, Herr, für dein Wort. So, ich weiß, du und ich, wir haben mit großer Wahrscheinlichkeit noch nie einen Leprakranken gesehen, im Fernsehen oder auf Fotos. Diese Krankheit gibt es immer noch. Aber damals war das so ziemlich das Allerfurchtbarste, was dir passieren hat können. Ja? Wenn du Lepra gehabt hast, dann warst du ein Ausgestoßener. Und niemand von uns hat wahrscheinlich diese Krankheit gehabt, aber es gibt irgendwie Parallelen, die wir sehen können. Menschen, die damals Lepra gehabt haben und auch heute noch, was Menschen erleben. Ja? Ob sie es durch Krankheit oder durch Sünde. Und was war mit diesen Leuten? Wie haben die gelebt? Ja? Die hatten einen tragischen Tod vor sich. Ganz klar. Ja, die haben gewusst, wir werden furchtbar sterben. Das heißt, die haben eine Krankheit gehabt, die immer schlimmer geworden ist. Sie haben ohne Hoffnung gelebt. Ja? Da war keine Hoffnung. Sie haben, es klingt jetzt irgendwie arg, aber sie haben Teile von sich beerdigt. Dinge, die von ihnen runtergefallen sind. Ja? Nasen oder Finger, Zehen. Und vielleicht kennst du das auch, ein Leben, wo du irgendwie so langsam stirbst und Teile von dir selbst beerdigst. Und du wirst irgendwie immer weniger. Und du hast keine Hoffnung. Sie haben in absoluter Isolation gelebt. Ja, da waren sie miteinander, aber sie waren getrennt von ihren Familien. Kein Arbeitsplatz. Niemand hat sie eingeladen zur Geburtstagsfeier. Niemand hat sie angerufen. Niemand ist vorbeikommen, um mal einen netten Kaffee mit ihnen zu trinken. Absolute Isolation. Sie waren abgeschoben. Nicht einmal am Rand der Gesellschaft, sondern einfach nicht mehr dazugehörend zu dieser Gesellschaft. Sie hatten keine Träume mehr für die Zukunft. Sie haben ihre Kinder nicht mehr gesehen, ja, oder ihre, wen sie gern gehabt haben. Und diese Krankheit beginnt ganz klein und nimmt dich vollkommen ein. Und vielleicht kennst du auch etwas in deinem Leben oder hast es früher so erlebt, dass etwas Kleines begonnen hat, an dir zu nagen. Und es hat dich ganz eingenommen. Ja, und hat dich zu diesem Platz gebracht. Diese Krankheit attackiert Nervenenden und stiehlt dann jedes Gefühl. Weißt du, so ist das auch ein bisschen mit Sünde. Es stiehlt Gefühl, es macht uns dumpf, es isoliert uns, es nimmt uns unsere Träume, unsere Identität, unsere Gemeinschaft, all das. So, ich kann mich mit diesen leprakranken Männern irgendwie identifizieren, obwohl ich nie körperlich Lepra gehabt habe, aber vom Gefühl her. Da sind jetzt diese 10 Männer und die müssen irgendwas von Jesus gehört haben. Sonst hätten sie nicht so reagiert. Irgendwas. Und ich möchte aber sagen, oft ist irgendwas von ihm hören, reicht schon. Dass Hoffnung kommt. Amen. Ja? Du musst auch nicht, wenn du mit Leuten über Jesus redest, komplett theologisch alles auf der Reihe haben und alles richtig erklären können, dafür, dass er Menschen anziehen kann und Leute freisetzen. So diese 10 Männer begegnen ihm und da steht, sie standen von Ferne. Warum sind sie von Ferne gestanden? Sie haben nicht nahe sein dürfen. Ja? Das war Gesetz. Sie haben einfach Abstand halten müssen zu anderen Leuten. Sie sind von Ferne gestanden und sie erhoben ihre Stimme und sprachen. Sie haben gerufen, Jesus, erbarme dich unser. Sie müssen gehört haben schon, dass der hat Erbarmen. Ich glaube nicht, dass sie viel Erbarmen erlebt haben zu der Zeit. Schon gar nicht von der geistigen Elite, von ihrem Volk. Also sie haben irgendwas gehört, Jesus, der hat irgendwie Erbarmen. Vielleicht haben sie auch gehört, dass dieser Jesus, der heilt Leute. Oder der greift Leute an. Der berührt sogar die, die unberührbar sind. Vielleicht haben sie das gehört, wer weiß. Also sie hören irgendwas und sie erheben ihre Stimme. Pass auf, und als er sie sah, sprach er zu ihnen. Jesus ist stehen geblieben und er hat sie angesehen. Und ich glaube, dass es zum ersten Mal seit langem war, dass jemand sie angesehen hat. Und nicht sofort den Blick abgewendet hat, so, sondern er hat sie angesehen. Jesus ist ein Gott, der sieht. Und er sieht dich. Und er schaut nicht weg. Amen. Egal, was dich zerfrisst, egal, was dich isoliert, egal, für was du dich schämst, er bleibt stehen und er hört dein Rufen. Und er schaut dich an. Und dann sagt er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, sie wurden geheilt. Ist interessant, oder? So, er spricht das Wort und sie handeln danach. Das war extrem klug von diesen Leuten. Und das ist ein interessantes Wort, was er hier spricht. Er spricht ein Wort zu ihnen, auf das sie im Glauben reagieren müssen. Weil sie dürfen nicht zu den Priestern gehen. Sie haben Lepra. Warum sollen sie gehen und sich jemandem zeigen? Aber sie gehen und am Weg werden sie geheilt. Und ich möchte aber sagen, nach dem Wort Gottes zu handeln, wenn er etwas zu dir sagt, wird Heilung bringen in dein Leben. Amen. Ich liebe das, dass diese Männer nicht stehen geblieben sind und gesagt haben, okay, wir haben uns gedacht, der kann uns helfen, aber eigentlich ist es nichts geworden. Der sagt, wir sollen zu den Priestern gehen. Das waren diejenigen, die uns angeschaut haben und gesagt haben, unrein, ihr müsst raus, ja, weg mit euch. Jetzt sollen wir dort wieder hingehen. Wir haben uns was anderes erwartet. Aber Jesus sagt was und sie machen es. Wenn er zu dir spricht, mach das. Da ist Heilung oft am Weg. Amen. Pass auf, jetzt stell dir die Szene vor. Sie sind so unterwegs zu 10 und während sie gehen, werden sie geheilt. Während sie gehen, sie schauen ihren Körper an und es ist so ein, okay, mein Finger ist wieder da. Ja? Kannst du dir vorstellen, was da los war in dem Camp von den 10? Nicht so, ja cool, habe ich mir eigentlich gedacht. Was das bedeutet hat für die, es bedeutet, ich bekomme mein Leben zurück, bekomme meine Familie zurück, bekomme meine Arbeit zurück, mein Haus, ja, meine Träume. Gemeinschaft, ich bekomme alles zurück. Und unser Gott ist so, er ist ein Wiederhersteller. Und er gibt dir alles zurück, was dir jemand gestohlen hat. Amen. So, und Jesus sagt das einfach so, er stellt ja überhaupt keine Bedingung an die. Er sagt einfach nur, geht's und zeigt euch und sie werden geheilt, weil sie im Glauben handeln. Und er sagt nicht, was sie dann zu tun haben. Pass auf, da ist einer, der während er am Weg sieht, dass er geheilt ist, der stehen bleibt und umdreht und zu Jesus zurückläuft. Ich möchte dieser eine sein, jedes Mal. Bevor der geht und sagt, ich kriege mein Leben zurück, oder bevor er in den Tempel geht und sich den Priestern zeigt, Bevor er seinen Durchbruch feiert und den Segen einsammelt, bevor er das macht, geht er zurück. Und was macht er? Er betet an. Er betet an. Und wie ich schon gesagt habe, wenn es eine Message geben wird, die ich predigen möchte, mein ganzes Leben, dann ist es die, dass Jesus ist würdig, angebetet zu werden. Er ist würdig, angebetet zu werden. Und Jesus sagt, okay, sind nicht alle geheilt worden? Aber einer ist wieder da. Gott teilt Segen ganz schön großzügig immer aus. Keine Frage. Die Frage ist, wer sind wir? Sind wir die, die zurückkehren und anbeten? Ich möchte euch das nochmal vorlesen, was Jesus dann sagt. Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Anscheinend waren die anderen 9 Juden und das war ein Samariter, der eigentlich auch gar kein Anrecht hatte, weißt du, auf, durchs Gesetz geheilt zu werden oder was auch immer. Der war ein Fremdling. Ich glaube, dass der war sich mehr als alle anderen bewusst, dass er das nicht verdient hat. Dass er das nicht verdient hat. Und was das, wie mächtig Jesus da jetzt war, ihm so zu begegnen. Und er bekommt etwas, das die anderen nicht bekommen. Jesus sagt, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Dieses Wort bekommen die anderen nicht. Das ist interessant. Und was es heißt, gerettet, ist das Wort im Griechischen sozo. Und das ist mehr als eine körperliche Heilung. Das ist ganz gemacht. An Körper, Geist und Seele. Anbetung wird dich immer ganz machen. Amen. Gott teilt Segen aus, aber möchte, dass du ganz bist. Und wie du ganzheitliches Sein bekommst, ist durch Anbetung. Anbetung. Und wir sagen, wir sind eine lobpreisende Gemeinde. Warum? Weil er ist würdig. Amen. Er ist würdig, er ist würdig, er ist würdig. Aber es ist Anbetung, Lobpreis und Anbetung, die Menschen ganz macht. Davon bin ich so überzeugt, wie von sonst nichts in meinem Leben. Und ich habe das selbst so sehr erlebt. Weißt du, Seelsorge ist super, keine Frage. Aber nichts ist so wie Anbetung. Nichts ist so wie Anbetung. Wenn du dich beugst in seiner Gegenwart und ihn anbetest, du wirst Heilung erleben. Und vielleicht nicht, bumm, gleich in einem Moment. Manchmal wollen wir unsere Heilung oder unser Ganzsein, unsere Durchbrüche ganz schnell haben. Oder bin ich die Einzige? Ja? Manchmal wollen wir einen Aufruf, Handauflegung, bumm. Du bist ganz gemacht, alle Emotionen geheilt und so weiter. Und ich möchte sagen, das gibt es auch, weil die Salbung zerbricht das Joch. Amen. Und das ist gut so und wir brauchen das alle. Aber ich sage dir was, am allerbesten tut es dir, wenn du der bist, so wie der Zehnte, der immer wieder kommt und anbetet und anbetet und anbetet und anbetet. Und da sind die Durchbrüche, sind da. Und da ist dein Sozo, ganz werden. Warum? Weil du komplett umarmst und anschaust, wer er ist. Und so kannst du ganz werden, wer du bist. Ja? Es ist Anbetung. Und manchmal bringt uns das Leben auch in Situationen, wo wir lernen anzubeten, weil wir sonst keine andere Wahl irgendwie haben oder weil wir sonst wissen, da bleibt jetzt nichts anderes über. Und ich möchte sagen, lass diese Situationen, auch Sachen, die in deinem Leben passiert sind, lass sie dir dienen. Ich weiß, so viele Menschen kämpfen mit Ablehnung. Ablehnung ist ein Thema, das ist so hässlich, weil der Mensch ist geschaffen für Liebe und Annahme. Und nichts zerstört eine Seele so wie Ablehnung, nichts. Aber es passiert Menschen, ja? Und wir erleben Ablehnung manchmal absichtlich, manchmal unabsichtlich. Aber Ablehnung ist was, dass auch geheilt wird durch Anbetung. Lass mir das sagen. Ich habe nachgedacht über König David. Der war so abgelehnt, dass wenn du das liest, die Geschichte von ihm, wie der Prophet ins Haus kommt, zu seiner Familie. Weil er weiß, Samuel weiß, da ist jetzt der neue König, den ich salben werde für Israel. Und er geht in das Haus. Und das sind mehrere Söhne. Ja, und der Vater bringt die und die schauen alle gut aus und große Krieger, tolle Männer. Und Gott sagt zu jedem, nein, 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 nein. Und dann sagt Samuel zum Vater, ist da noch einer? Sind das alle? Und er sagt, ja, einen gibt es noch. Der ist draußen am Feld mit den Schafen. Denke mal über das nach. Er weiß ganz genau, wo David ist. Das sagt mir, das ist eine Ablehnung, die so gewollt ist von diesem Vater und eine Gewohnheit ist von ihm. Er sagt nämlich nicht, ja, da gibt es noch den Jüngsten, aber den finden wir gerade nicht. Ich habe nach ihm geschickt, keine Ahnung, wo der ist. Der ist wahrscheinlich wieder wild irgendwo auf der Wiese. Vielleicht kommt er noch. Er sagt, ja, da ist noch einer, aber den habe ich gar nicht geholt. Überleg mal das. Da kommt der Prophet ins Haus und du wirst gar nicht geholt. Warum? Weil dein Vater so über dich denkt. Das ist Ablehnung. Komm ich? Wie wird es dir da gehen? Und dann sagt er, wir warten auf ihn. Hol ihn her, wir warten auf ihn. Und alle warten. Und wie er dann kommt, er nimmt dieses Horn mit Öl und er schüttet es einfach über ihn drüber, vor allen sichtbar. Und dann geht die Geschichte weiter, ja, und er ist gesalbt zum König, aber er ist noch nicht König. Ist auch eine gute Lektion, aber eine andere Predigt, wie David sich verhält. Er ist gesalbt, aber er ist noch nicht in der Position. Wenn du gesalbt bist, etwas zu tun, musst nicht kämpfen um die Position, verhalte dich richtig bis dahin. Alright. So. Und dann eines Tages wieder, wir sehen, dass die Brüder von David, sie stehen vor Goliath und Goliath spottet und lacht und niemand will gegen ihn kämpfen. Und David kommt vorbei mit einer Jause. Und er sagt, was ist denn da los? Und du siehst sofort wieder Ablehnung, die ihm entgegenschlägt, wie der Bruder mit ihm redet. Ja? Und was macht David dann? Er wendet sich an wen anderen und fragt, was ist denn da los? Ich möchte sagen, Leute, die dir Ablehnung entgegenschlagen, musst gar nicht dich so viel mit ihnen aufhalten, wie du glaubst. Okay. Und dann heißt es, die Situation wird ihm erklärt und er kommt dann vor Saul, weil er sagt, ich kämpfe gegen den und so weiter. Saul redet mit ihm und er sagt dann, ich kann gegen den kämpfen, weil ich habe draußen in der Wildnis, ich tue das jetzt in meinen Worten zusammenfassen, ich habe draußen, während ich auf die Schafe aufgepasst habe, habe ich gelernt, gegen Bären und Löwen zu kämpfen. Schau mal, warum war er die ganze Zeit bei den Schafen? Weil er abgelehnt war. Und was hat er gemacht, während er bei den Schafen war? Sich leid getan? Auch ein bisschen, wenn du die Psalmen liest. Weißt du? Das ist okay, wenn man es richtig verarbeitet. Ja? Aber er hat gelernt, den Herrn anzubeten. Er war mit dem Herrn. Er war ein Anbeter. Er war in seiner Einsamkeit und in seiner Ablehnung. Er hat den Herrn gehabt. Er hat ihn angebetet. Er war auch ein Ausgestoßener. Ohne Lepra, aber ausgestoßen. Er hat angebetet und angebetet und angebetet. Und während er angebetet hat er Gott kennengelernt und Kraft und Stärke auch bekommen. Und so wie dieser Bär und dieser Löwe dann gekommen ist, hat er die einfach erledigt. Warum? Weil er ein Anbeter war. Und all das, was der Teufel gegen ihn verwenden wollte, von dieser Ablehnung, hat Gott dann hergenommen, was, um ihn einfach so zu erhöhen. Und er geht und er erledigt Goliath. Weil er sagt, ich bin nicht eingeschüchtert von dem. Ich habe schon Bären und Löwen mit meinen Händen erledigt. Wie das? Weil er alleine war und angebetet hat. Amen. Anbetung, weißt du, ist der Schlüssel. Für Ganzsein. Für wenn dein Herz schmerzt wegen Ablehnung oder Enttäuschungen oder auch Sünden, die du begangen hast und die dich irgendwie eingenommen haben und die sich ausgebreitet haben und du weißt nicht weiter. Die 9 bekommen Heilung. Der eine bekommt Ganzsein. Ganzsein. Anbetung ist so, so gut für uns. Amen. Anbetung macht uns heil und er ist würdig, würdig, würdig angebetet zu werden. Und warum beten wir hier so viel an? Weil er würdig ist und weil er ein Verlangen danach hat, dass wir ganz sind. Amen. So lass dir nie deine Anbetung nehmen. Nie. Auch wenn das Leben dich zieht und du denkst, jetzt mache ich vielleicht was anderes. Danke, Herr, für den Segen, damit kann ich jetzt, bleib in der Anbetung. Amen, bleib in der Anbetung. Und auch wenn deine Heilung sich noch nicht manifestiert hat, bleib in der Anbetung. Bleib. Und es ist seine Gegenwart, die uns ganz macht. Es ist seine Gegenwart, die uns ganz macht. Ja? Und danke, Herr, echt für das, was du tust, auch in unserer Mitte. Danke, Herr, dass wir wirklich diese Menschen sind, die dich anbeten und die du auf so eine schöne Art und Weise wiederherstellst. Und ich stelle mir das so vor, dieser Mann, der geht nach Hause und du siehst nicht mehr, dass er Lepra gehabt hat, so wie die anderen auch nicht, ja? Körperlich geheilt. Aber ich glaube, du siehst ihm auch nicht mehr an. Diese Jahre von Isolation und Schämen und all das, warum, weil er war ganz. Und vielleicht denkst du, wenn du Christen anschaust, die schauen irgendwie alle so aus, als hätten sie keine Probleme. Oder da kann ich mich nicht identifizieren. Ich möchte aber sagen, es ist nicht so, dass wir uns nicht identifizieren können oder es nicht kennen. Aber wir sind Anbeter. Amen. Und er ist ein Wiederhersteller. Richtig? Und was immer du erlebt hast oder jetzt auch erlebst, bleib in Anbetung. Bleib in Anbetung. Und du wirst rauskommen. Heil. Amen.